Hallo und herzlich willkommen in meiner verrückten Welt. Ich habe mich hingesetzt, habe mir Gedanken gemacht. Ich will mal wieder ein neues Brot kreieren und habe so alle Möglichkeiten, die für uns relevant sind, mit einbezogen. Ich möchte heute mal ein kleines Brot backen, einfach mal um es zu probieren. Ich lese euch vor, was ihr dafür braucht. Nur seid bitte so gut und schaut anschließend, wenn das Video vorbei ist, unten in die Infobox. Da werde ich das Rezept nochmal reinsetzen, weil ich das Brot jetzt im Prinzip zum ersten Mal probiere und nicht ganz genau weiß, ob die Mischverhältnisse von Mehl und Wasser dann reichen. Deswegen kann sein, dass ich nochmal Mehl nachgeben muss. Deswegen lese ich euch jetzt vor, was ihr dafür braucht. Achtet aber bitte nochmal drauf, in die Infobox zu schauen, ob sich da irgendwie was von der Mengenangabe geändert hat. Also, ich lese mal vor. Ihr braucht 250 Gramm Bier, 10 Gramm Hefe, 1 Teelöffel Zuckerrübensirup, 150 Gramm Dinkelmehl 630, 150 Gramm Dinkelmehl, also Dinkelvollkornmehl, 100 Gramm Roggenmehl, 1 Teelöffel Sauerteigpulver, 1 Teelöffel Backmalz und 1,5 Teelöffel Salz. Ich richte mir mal alles her, dann fangen wir gemeinsam an und zum Schluss sage ich euch dann aber nochmal im Video dazu, ob es gepasst hat mit den Mengenangaben oder ob wir was verändert haben. Also dann, bis gleich. Dann fangen wir auch schon an. Also wie gesagt, 250 Gramm Bier. Ich habe jetzt halt einen Pils genommen. Oder ich nehme einen Pils. Dann nehme ich 15 Gramm Hefe. Normalerweise nur 10 Gramm, aber da die Mehle ziemlich schwer sind, nehme ich jetzt mal 15. Das könnt ihr ja aber für euch dann anpassen. Ja, das passt. Und 1 Teelöffel Zuckerrübensirup. Esst ihr das auch so gern? Ist ein Zuckerrübensirup, was ganz Leckeres. So, das Ganze. 3 Minuten, 37 Grad. Auf der Stufe 1. Die Hefe, die ist verflüssigt. Jetzt geben wir auch schon den Rest dazu. Ich habe mir die Mehle schon gemischt, also wie gesagt 150 Gramm Dinkel 630, 150 Gramm Dinkel Vollkornmehl und 100 Gramm Roggenmehl. Geben wir jetzt in den Mixtopf. Dann 1 Teelöffel Sauerteigpulver. 1 Teelöffel Backmalz, 1,5 Teelöffel Salz. Das war's auch schon. Und das Ganze wird dann, also ich knete meine Brotteige immer 5 Minuten auf der Teignetzstufe. Dann gucke ich mir an, wie der Teig von der Konsistenz ist. Wenn ich was verändern muss, dann sage ich es euch. Bis gleich. Mein Teig ist fertig geknetet und ich sage euch, ich habe überhaupt nichts mehr dazu gemacht. Die Mengenangabe passt optimal. Ich zeige es euch mal. Und für das, dass da Sauerteig mit drin ist und Roggenmehl und nicht gerade wenig Roggenmehl drin ist, muss ich sagen, bin ich zufrieden, dass der nicht so schmierig ist. Den Teig füllen wir uns jetzt.
eine Schüssel. Also der ist wirklich von der Konsistenz, hätte ich nicht geglaubt. Ich bin eher davon ausgegangen, da muss noch was nachgegeben werden. Aber dem ist nicht so. Wunderbar. Ich zeige es euch gleich. Moment. So sieht der Mixtopf jetzt aus. Das bisschen schleudere ich mir einfach ab. Warum soll ich mich hier abquälen? Auf Stufe 10. Eine Sekunde Rechtslauf, eine Sekunde Linkslauf. Und schon haben wir alles am Rand. Ich hole mir jetzt den Rest hier noch raus. So, Mixtopf ist fast sauber. Wie gesagt, es ist nicht viel Teig, es gibt ein kleines Brot. Aber dazu erzähle ich euch gleich mehr. Also, der Brotteig ist fertig gegangen. Ich zeige ihn euch mal. Das gefällt mir von der Konsistenz richtig gut. Jetzt werde ich mir die Backmatte etwas bestäuben mit Mehl. Dann gucken wir mal, wie er sich verarbeiten lässt. Ich hole euch gleich näher dazu, dass ihr da mit reinschauen könnt. So, jetzt mache ich mir da auch noch ein bisschen Mehl drauf. Und ihr wisst ja alle, ein Brotteig muss mindestens, sollte eigentlich 10-mal geknetet werden. Macht es einfach so oft, bis er so viel Spannung hat und sich nicht mehr falten lässt. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Er klebt auch nicht stark. Gefällt mir sehr gut von der Konsistenz. Ich forme den jetzt zu einer Kugel. Und jetzt haben wir die Option, uns Gedanken drüber zu machen. Es ist ja ein kleines Brot. Ich backe eigentlich immer die großen. Das mache ich im großen Ofenmeister. In dem, Moment, da hat ein Fassungsvermögen von 3 Litern. Da kann man Brote bis 1 Kilo drin machen. Und dann haben wir die kleine Schwester, die Lilly, der kleine Zaubermeister. Der hat die Hälfte an Volumen, 1,5 Liter. Da kann man Brote bis 500 Gramm drin machen. Also würde ich das Brot jetzt in den kleineren machen. Da es den kleinen Zaubermeister, also diese Lilly, aber auch noch in rund gibt und ich heute mal ein rundes Brot haben möchte, da hat das gleiche Volumen wie die Lilly auch, 1,5 Liter, werde ich das Brot im runden kleinen Zaubermeister backen. Genau. Den habe ich mir schon ein bisschen gefettet. Mein Brot habe ich mir rund gemacht, das habt ihr gesehen. Ich hole euch nochmal dazu.
Jetzt setze ich den hier rein und dann schneiden wir das Brot ein. Ich mache das ganz gern bis eher auf der Seite, dass es oben nicht so aufspringt. Und dann machen wir uns mal so ein Muster rein. Das könnt ihr ja optional machen, wie ihr wollt. Ich versuche mal, eine Ehre zu machen. Ich versuch's. So, jetzt habe ich mein Brot geformt und eingeschnitten. Jetzt mache ich da noch ein bisschen Mehl drüber. Ich mag das ganz gerne. Das sieht nachher auch ganz, ganz toll aus. Jetzt verändern wir die Kameraposition wieder. So, dann machen wir den Deckel drauf. Und jetzt haben wir die Möglichkeit. Wir müssten das Brot jetzt eigentlich noch mal 20 Minuten bis 30 Minuten gehen lassen. Dann kommt es in den vorgeheizten Backofen. Wir können aber auch die Aufheiztemperatur vom Backofen nutzen, geben das Brot in den kalten Backofen und nutzen die Aufwärmzeit, also die Aufheizzeit vom Backofen für die Gärung vom Brot, also fürs Aufgehen vom Brot. Ich gebe das Brot jetzt eine ganze Stunde, also eine Stunde bei 230 Grad aufs unterste Einschubfach für eine Stunde und dann mache ich den Deckel auf und das Brot ist im Regelfall fertig. Wer es dann noch ein bisschen dunkler mag, lässt den Deckel dann unten und bräunt es nochmal 5 Minuten nach, aber das ist im Regelfall nicht notwendig. Aber das darf jeder optional machen, wie er möchte. Ich gebe das jetzt in den Backofen und hole euch dann, wenn es fertig ist, wieder dazu. Mein Brot ist fertig. Jetzt gucken wir uns das mal gemeinsam an. Wir brauchen nämlich auch noch einen Namen für das Brot. Ich hatte noch keine Idee dafür, aber die kommt jetzt bestimmt gleich beim Anschauen, beim Anschneiden, beim Probieren. Aber das machen wir jetzt gemeinsam. Guckt euch dieses Brot an. Ich soll mir mal einer sagen, das wäre kein wunderschönes Brot. So, jetzt tun wir das gleich mal stürzen. Dann Klopftest bestanden. Brot ist hohl, das heißt, ist durchgebacken. Jetzt gebe ich das schnell hier oben drauf. Ich muss es euch da noch mal reinhalten. Ihr seht, es ist ziemlich kross, dunkel gebacken, aber genau das wollte ich. Jetzt lege ich mir hier mein Schneidebrett drauf, das Brot. Also jeder weiß, dass man warmes Brot eigentlich nicht anschneiden kann. Wer die Produkte von Pemberchef kennt, mit diesem Messer garantiere ich Ihnen, oder garantiere ich euch, könnt ihr das Brot auch im heißen Zustand schneiden. Dann machen wir das jetzt mal. Wo fangen wir denn an? Ich habe eine Eingebung. Ich würde sagen, dadurch, dass wir Sauerteig drin haben, dass wir Roggen drin haben, dass wir Bier drin haben, es ist ein kräftiges Brot. Ich hab's. Ich nenne das Brot kräftiger Ritter. Jetzt gucken wir mal, ob der was kann. Riecht sehr gut. Aber das tut jedes Brot. Ich zeige es euch noch mal kurz in die Kamera, dass ihr den Anschnitt sehen könnt. Das ist durch die dunklen Mehle natürlich ein bisschen ein dunkleres Brot. Jetzt hole ich mir gerade noch schnell die Butter und dann probieren wir das gemeinsam. Tada, tada.
Also ich finde ja immer, wenn man gutes Brot hat, braucht man eigentlich nichts drauf. Bisschen Butter und das war's. Es ist wirklich sehr kräftig im Geschmack. Mit Marmelade wollte ich das, glaube ich, nicht essen, aber einen guten Käse oder eine gute Wurst drauf. Ja, ich würde sagen, kräftiger Ritter, das passt absolut zu diesem Brot. Vielleicht habt ihr ja Lust, mal auszuprobieren. Es war jetzt kein großer Aufwand. Wie gesagt, wir haben es jetzt in klein gemacht, in der Lilly, beziehungsweise im kleinen Zaubermeister. Ihr könnt die Menge auch verdoppeln, wenn ihr ein großes Brot braucht. Und könnt den großen Ofenmeister nehmen. Da könnt ihr ein ganzes Brot machen oder zwei Stück nebeneinander. Ich würde mich freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreibt. Also ich finde es total lecker. Vielleicht habt ihr Lust, probiert es mal aus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.